Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Leitungen und Kabel sind unser Thema. Wir haben in letzter Zeit viele Regeln gehört und so weiter. Heute lernen wir auch eine Regel, aber die ist irgendwie logischer. Ja, es ist nicht einfach so einfach eine Auflistung, sondern da kann ich ein bisschen was dazu erklären. Gefällt mir selbst schon besser. Nun, wir sprechen über die Wärme und der Leitung. Ja, also wir haben irgendeine Leitung, da hängen wir irgendeinen Verbraucher an, wie dick muss die sein? Ja, wie komme ich zu diesem notwendigen Kabelquerschnitt? Okay, mechanische Belastung haben wir das letzte Mal gemacht, gibt es irgendwelche Mindestquerschnitte und so weiter, dass das halt mechanisch entsprechende Festigkeit aufweist. Aber wie schaut das von der elektrotechnischen Seite, von der technischen Seite her, ich meine, das andere ist auch technisch, also von der Elektrotechnik, von der Strombelastbarkeit, von der Erwärmung der Leitung. Okay, wie schaut das da aus? Also prinzipiell haben wir ja irgendwo einen Verbraucher. Ja, da, ein Verbraucher, ja. Das ist Z, ja, üblicherweise hier in der Blindleistungswiderstand, den hängen wir da an, ja. Da ist unsere Leitung. Jetzt wollen wir den Querschnitt dieser Leitung bestimmen, okay? Unser Verbraucher, ja, unser Verbraucher zieht einen gewissen Strom, ja, der IV. Ist der Verbraucher zieht den IV. Ja. Und der IV darf die Leitung nicht zu stark erwärmen. Und da haben wir mal gesagt, es gibt da eine Überspannungs- oder eine Überstromsicherung. Ich zeichne da jetzt eine Sicherung ein. Ja. Das verhindert halt, dass zu viel Strom über die Leitung rennt. Ja? Und das hat eine Bemessung, das hat ein IB. Ja? Das ist der Bemessungsstrom der Überstromauslösung. Also da schaltet das auch praktisch. Ja. Natürlich muss gelten, IV kleiner IB. Das war was? Wenn der Verbraucher schon im Voraus aus mehr Strom braucht, wie man eine Überstromschutzeinrichtung bereitstellen kann. Nein, das ist natürlich nicht. Der Messerstrom muss über dem Verbrauchsstrom liegen. Hammer. Ja. Und dann haben wir auf der Leitung, gibt es eben einen IZ, ja, kleiner IZ, ja, und der IZ ist der zulässige Strom für diesen Leitungsquerschnitt. Okay, das ist eine logische Bedingung, ja? Und das ist ebenfalls eine logische Bedingung. Ich will nicht irgendeine Überstromauslösung einbauen, wo die Leitung schon lange abbrennt ist. Ja? Also das ist für jedes IB gibt es immer ein IZ, was das aushalten muss, und damit komme ich auf den Querschnitt. Ja? Habe ich also das IB, habe ich also den notwendigen Querschnitt mit dieser Bedingung hier. Das legt den Querschnitt fest. Ja? Das da, der Teil, liegt im Querschnitt der Leitung fest. Zu jedem IB gibt es ein zulässiges IZ, und das IZ ist halt resultiert in irgendeinem Querschnitt. Ja, im Endeffekt kommt jetzt aufhören, gell? So viel Spaß, so ist es. Ja, ganz so ist es nicht, denn ich meine, das Erste, was wir gesagt haben, ist, wir müssen schauen auf den Verbraucher. Ja? Welche Farbe schreibe ich das? Erstens, ich muss schauen auf den Verbraucher. Ja? Verbraucher.
Wie groß ist der Betriebsstrom? Haben wir gesagt, IV. Ja, IV, wie groß ist der Betriebsstrom? Aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Gell? Wir müssen nämlich nicht nur auf den Betriebsstrom schauen, sondern wir müssen auch auf das Betriebsverhalten schauen. Das heißt zweitens, ja, ebenfalls Verbraucher, oh, dunkelgrün. Wie ist das Betriebsverhalten? Was soll das schon wieder heißen? Ja? Stromspitzen. Einschaltstromstoß. Soll heißen. Achtung! Der Verbraucher braucht zwar Hausnummer 2 Ampere, ja, aber beim Einschalten braucht er ganz kurz 10. Ja, puff, eine Einschaltstromspitze. Oder ich habe kurze periodische Stromspitzen, kann auch vorkommen. Ja, wenn man dann jedes Mal die Sicherung holt oder diesen Überstrom, dann wird er nicht glücklich werden. Ja, werde ich nicht glücklich werden. Deswegen gibt es halt, muss ich entweder höhere Bemessungsstrom für die Stromspitzen und so weiter machen. Oder eine andere Charakteristik, gibt es ja auch Videos darüber, über die Auslösecharakteristik, dass halt das später auslöst, um Gottes Willen, ja, dass halt eine kurze Stromspitze toleriert wird. Die Leitung brennt ja auch nicht gleich ab. Ja. Also kurze Stromspitze, okay, gibt's. Mit diesen zwei Sachen kann ich praktisch das Überstromauslösung festlegen. Okay? Das ist jetzt praktisch drittens. Mit diesem Wissen festlegen des Überstromschutzes. Ja? Zum Beispiel Auslösecharakteristik. Gehört gibt es bei den Glasaussicherungen gibt es flinke, super flinke, träge und was weiß ich was. Ja, das kann ja auch passen. Ja. Und bei den Automaten gibt es eben auch zum Beispiel D-Automaten, die halt weniger schnell abschalten den Überstrom. Ja, Auslösecharakteristik. Jetzt habe ich den Dings festgelegt. Ja. Die Überstromauslösung. Und jetzt, last but not least, viertens. Zulässigen Leitungsquerschnitt für den gewählten Überstromschutz festlegen. Jetzt haben wir einen Leitungsquerschnitt. Also, der Leitungsquerschnitt kommt nicht einfach aus der Strombelastung, der Leitungsquerschnitt kommt aus den Überstromschutzeinrichtungen. Ja? Also hinter einer entsprechenden Überstromschutzeinrichtung darf der Leiterquerschnitt einen gewissen Querschnitt nicht mehr unterschreiten, weil sonst habe ich die Überstromschutzeinrichtung falsch dimensioniert. Aber ich komme ja eigentlich von der anderen Seite, ich komme vom Verbraucher, sage, okay, was brauche ich, wie muss ich den absichern? Ja? Und mit der Absicherung brauche ich halt den Leitungsquerschnitt. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja? So kommt man auf den Leitungsquerschnitt. Wenn es da steht, ist wieder logisch, gell? Dass man das Pferd von hinten aufzäumt, praktisch irgendwie. Aber gesagt, geht's einmal. Ja, jetzt haben wir den Leitungsquerschnitt festgelegt. Und jetzt
gibt es halt einen Strom durch die Leitung und die Leitung hat natürlich auch einen Widerstand. Und wo Strom und Widerstand zusammenkommen, gibt es eine Spannung. Das heißt, auf der Leitung gibt es einen Spannungsabfall. Was dieser Spannungsabfall verursacht oder wie das ausschaut und so weiter, mit dem werden wir uns im nächsten Video beschäftigen. Also das nächste Video dreht sich um den Spannungsabfall auf Energiekabeln, ja, auf Kabeln, auf Zuleitungskabeln und so weiter. Spannungsabfall. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.